Ja, hallöchen meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Brothers Arcane's Conquest. Ja, das letzte Mal. Was haben wir jetzt das gemacht? Ich glaube, wir waren im Eisgebiet unterwegs, haben da die paar Bosse da, glaube ich, verkloppt. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und jetzt, genau. Warum steht er eigentlich immer noch da? Nate! You must help me! My wife, Madeline, is in grave danger of losing her life. She's been poisoned by the darkness. I know with your healing ability you can save her. Please. You don't have time. You've got to go to that. We have got to go get that ring and finish Puck No while his powers aren't working. But we have to help them. They helped us, remember? If we go to Kosha now, we lose Puck, but we'll save Madeline, right? Okay, Ty and I will follow Puck. Justin, do take Rue and Franz and heal Madeline. Try and catch up with us in the cave. Thank you. Please heal her. I will. Drew cast a spell of mist recover. As Drew chanted the mystic words, he and Justin were transported out of Kosha. Was? Was? Where are we? I think we are in Madeline's mind. It's an ancient healer legend. If your powers aren't strong enough to heal a wound, the healer would be sent into the victim's mind. And the healer would have to physically seek out and destroy the element. Was? So to get out of here, we are gonna have to find the darkness that poisoned Madeline and kill it. Sounds fun! Was? Warum? Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist total behämmert. Anger has appeared. Das sieht aber nicht aus wie der kleine rote Mann in Dingens. Das sind die letzten machen wir auf dem Ohren, als es ist laut. In alles steckt Kopf und so. Gehabt, sagt das Heilzeug, oder? Nee. I have a metal material used for armor. Okay. Ach so, okay. Und das kann nur du ausrüsten, okay. Vieh heilt Jusli. Shadowsli. Okay. Es ist irgendwie schon interessant, dass wir hier gegen negative Gefühle kämpfen müssen. Aber ich mache die Zufallskämpfe trotzdem nicht. Kein Bock. Sorry, aber nicht bei dem Spiel. Nicht bei dem Spiel. Noch irgendwas? Oh, da ist ein Drache. Ich wundere, dass ich ein bisschen huste, aber ja, ich habe heute schon einfach drei aufgenommen. Zwei Folgen, deswegen bin ich ein bisschen eventuell dabei. Und dann muss ich irgendwie. Alter, reiß mich doch nicht in so eine Überlegung raus mit Zufallskämpfen. Halt, überlege gerade, ob diese Kristalle oder Blumen oder was das im RTP darstellen soll. Ob man da irgendwie drauf treten kann und zum Teleporter oder so. Mal. Oh, Tatsache. Es funktioniert sogar. Green Crust. Protects und Earth Attacks. Okay. Wir haben nochmal gegen Öpfe empfindlich. Ja, wenn ich jetzt. Warte mal. Wie tut da?
Fire beats Earth, okay. Wind. Wind. Ich habe gerade keinen, der irgendwie. Ja, den benutzt fürs. Steigert er auch nochmal die ganzen Stauswerte. Von daher auch, ich habe vergessen, den Timer zu starten. Ich bin sehr intelligent. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? 5 Minuten, okay. Das ist ungefähr 20 Minuten aufnehmen, 15 Minuten. Das ist jetzt gut, dass ich da jetzt da lande. Danke auch. Oh, Schiss. Oh, Level 20, Storm was learned. Da. Tags all enemies with Water's Fury. Oder nicht? Nee. Okay, das bringt nix. Vielleicht muss ich das auch deaktivieren oder so ein Blödsinn. Gefühlt. So. Leute. Wir sind echt ein bisschen aufs Senkel. Part Regent Oil spielen, die okay, ist einfach nur zum Heilen. Also könnte man hier theoretisch auch leveln, wenn man wollte. Was ich machen werde. Ich nehme einfach nur die Gegner mal mit, die mir über den Weg laufen. Weil ich überlegen bin, jetzt schon die Gegner auszustehen, weil mir aufs Zeug gehen. Ein bisschen. Bier. Okay, wenn du meinst. Brauchen wir im Verstand von der Tosneda Truden rumstehen, wecken wir das auf. So nebenbei. Einfach mal nicht hinterfragen. Eigentlich müsste das Zeug, wenn wir rausgehen, dann eigentlich wieder verschwinden, ne? Das wir aufnehmen. Warum habe ich das nicht schon früher hinterfragt? Ich weiß es nicht. Silver Bracelet. A magical accessory that helps a warrior. Ja, cool. Achso, okay. Mehr Defense ist immer gut. Auch wenn es nur 2 Punkte sind. Ja, ist schön. Weg mit dir. Super. Langsam nervt mich die Zuversicht. Warum diese einmal einfällt breiten Gänge? Das ist richtig nervig. Irgendwas hat. Was Ding? Greenery Beam oder was? Concentrate ist. Concentrate Earth's Power into a Beam. Ich glaube, das hat er gerade gelernt. Heavy Shield, kannst du das überhaupt ausrüsten? Ja, klar, ich habe es schon. Cool. Nice. Nice, du Scheiße. Leute, ist ja gut. Schwimm mal die Encounter ein bisschen höher. So, warum muss ich den jetzt. Scheiße, es geht mir aus, mit ist echt auf den Senkel gerade. Noch irgendwas? Ups. Sollte natürlich dann auch nicht neben den Kran laufen. Weil ich damit ja auch No-Clip aktiviere mit STRG. Wo komme ich denn da hin? Okay. Ah. Da krieg ich die Truhe nicht mehr. Na, was soll's. Hab's wieder. Ich muss kurz sprechen gehen hier. Warum ist der Stadt das nicht wieder irgendwas? Hier.
Dürfte aber eigentlich nicht. Darkness Demon. Why do you bother me? Because we want to stop hunting this innocent... hurting. Nee, nochmal, von vorne. Because we want you to stop hurting this innocent woman. She's done nothing to harm you. Oh, but I am not hurting this creature. I'm cleansing I... Soon I have the darkness in this creature revived and she will again be again on the side of darkness. Darkness Demon disappeared. Der Drache sah vorher irgendwie ein bisschen anders aus, aber okay. Ja, jetzt wüsste ich gerne, was gegen der empfindlich ist. Ich weiß ja nicht. Das da. Du benutzt auch einmal das da. Ja, toll. Zentrosterie, Dark Flame. Ich glaube, das nochmal. Nee. Ja. Find's ja schön. Jetzt habe ich Lüftchen gleich mal, wenn ich wieder auf dem Fleisch bin. Ich finde es ja schön, dass ich Stabsänderungszauber habe, die aber im Boxen null wirken, sondern über normalen Gegnern. Das ist halt irgendwie nicht so geil. Das wird natürlich auch nicht klappen. Nee. Na gut, dann. Okay, ist das nicht so. Komm es einfach normal an und du. Ja, nee, danke. Ist mir zu ineffektiv, einen Teil der Füße zu verschwenden, wenn das so teuer ist. Oh, er bufft dich. Oh, hab ich Angst. Dann macht er ein bisschen mehr Schaden, was soll's. Das hätte ich auch nicht mit. So. Ja, no. Ach du Scheiße, nochmal. Okay, das ist ein bisschen ungünstig. Das ist echt ein bisschen ungünstig. Du sollst ihn angreifen, glaube ich. Ich wollte gerade schon sagen, nochmal kannst du dich doch nicht waffen. Ja, ich sehe gut, du kannst mir MP gerne verschwenden. Ich kein Problem mit. Oh, das macht jetzt auch nicht Schaden. Aber er ist tot. 300 EP, 23 Gold. Zulöffel 21. Okay. Punkt. Ja, ist gut. How can this be? How can mere mortals beat me? Animation. She should be okay now. Mein Englisch wieder. Das, mein Englisch beeinflusst in diesem Spiel. Thank you. We are forever in your debt. How can we ever repay you? Meanwhile. Stop following me, foolish insects. Warum? Warum teleportet er sich nicht einfach wie der gute Endboss oder so? Irgendwie. Das wäre viel einfacher. I grow weary of this foolishness. Give it up, Pock. Yeah, you're too weak to fight us. I may be a little drained, but my friends aren't. Darkness Bed. Cool. Oh, diese Animation, Alter. Boah, das Arschloch hat er noch. Das ist ein Scheiß. Ja. Und tschüss. Ja.
Muss ich den jetzt erreichen, ihn, oder? Mark my words, when I have my strength back, you shall be destroyed. Ja, okay, ja, das ist, nee, danke. Das sind eh nur normale Gegner gerade irgendwie gefühlt. Give it up, Pock! How many bats can you throw at us? I'm getting out of here! He's getting away! Drache? Geh mal, ist er. Was? Warum? Okay, ja, ja, okay, der Frage ist einfach mal nicht. Oh, holy fire, constrain, was auch immer das heißt, ich habe keine Ahnung. Ich sag, macht ganz schön Schaden, der Kerl. Und ich habe gerade Dinges nicht da, es ist ungünstig. So, ja, ich weiß, dass er schon getrained ist. Was auch immer das heißt. Macht er weniger Schaden oder so Blödsinn? Eventuell gegebenenfalls. Ja, gut, ne? Das dann noch nicht. Oder auch nicht. Wow, das war es. Der war ja schwächer als der andere, Alter. Teil Level 18, Vortex Bomb was gelernt. Wo kommt ihr von mir her? In die Existenz geploppt. Echt? Stop! Gamma is a friend! What? How could he possibly be our friend? He just attacked us. He sensed the evil from Puck. He just attacked where he sensed the evil. He's getting a little rusty, his old age. Dieses Englisch, hä? Huh? You see, Gamma is a very special dragon. The last of his kind, in fact. All of his kind have been killed off. Und das haben wir gerade getötet. Wir haben ausgerottet. Geil. That's why I have to keep him here in secrecy. His hide is so valuable, there's not a person in Korsha that wouldn't destroy him. That still doesn't explain why he would be offended. You see, when the Ancestors saved the planet, they had a faithful dragon that they rode around the continent on, destroying darkness. This is their dragon, his name is Gema. Wow, he's old, he's gonna be fragile. He's not old in dragon years, he's still got a good 100 years left. Then what are we waiting for? Let's take him up. Hä, warum ist das einfach mal schwarz? Please be good to Gema. I really miss him. Wait a minute. Pock got away when we were fighting Gema. How do we know where he is now? We can go ask Master Adrius on Dragoon Island. He has a sixth sense about this kind of stuff. Was? Haben wir jetzt wirklich ernsthaft einen Drachen? Okay. Ja gut, das ist halt einfach das Luftschiff, so wie es aussieht. Ist noch gerade Final Fantasy 6, ne? Glaube ich, Searching for Friends. Okay. Ja. Die Level sehen soweit okay aus. Ich glaube, ich mache kurz mal eine. Ich weiß gar nicht, wie ich spreche. Warte mal. Sprechen gehen. Und ja, ich würde sagen, ich mache hier schon mal jetzt einen Cut. Einfach zum Verkosten meiner Lüften hier. Ja, bis dann das nächste Mal bei Let's Play Bravas. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen. Tschüss.